Hallo Michael, REMF-Charger-Auftrag ausgeführt. Du hast jetzt ein 10 Ampere REMF-Charger-Modul eingebaut bekommen mit einem 4,7 Ampere Netzteil, was 19 Volt bringt, aber so weit gedrosselt, dass es nur noch 17, 17,5 Volt dann am Ende rausbringt, ne, dass deine Akkus nicht überladen werden. Hier drüben kannst du Solarpanels anschließen. Ne, rot ist Plus, schwarz ist Minus, dürfte klar sein. Ist nochmal extra mit einer 7,5 Ampere Sicherung abgesichert, also maximal nur 7,5 Ampere hier drauf geben und maximal 20 Volt. Ne, also von 0 bis 20 Volt kannst du an der Stelle alles drauf tun, ne, und dann somit jeden Akku, ne, bis 20 Volt sozusagen laden. Ne, aber das eingebaute Netzteil, was fest drin ist, was dann hier über den Netzstecker betrieben wird, wie gesagt, das haut zu ungefähr 17,5 Volt raus. Ja, eingeschalten wird es hinten dran. Und in der Stufe, dieses F heißt jetzt Freizocken, ne? Das ist jetzt der Freizock-Modus, der geht ungefähr bis 12, 12,5 Volt. Und wenn man hier jetzt schon mal eine halbwegs fitte Batterie rannimmt, ne? Die ist jetzt bei 12,5 Volt. Dann leuchten die LEDs hier richtig hell. Aber wieso jetzt hier keine Ampere anzeigt? Wenigstens so 120 Milliampere müssten eigentlich reingehen. Da nix. Aha. Auf dem Minus haben wir ein bisschen was. Alles klar. Ja, also im Freizockmodus bei solchen Batterien bringt er ungefähr noch 120, 200 Milliampere. Wenn wir rüberschalten, verändert sich schon der Ton. Wie viel haben wir jetzt? Jetzt haben wir um die 800 Milliampere. Das ist die Mitteleinstellung und volle Pulle ist das V. Da wird dann der Ton noch tiefer. Und die Ampere steigen auch noch mehr. Wie gesagt, der Akku ist jetzt ziemlich voll, deshalb nimmt er ziemlich wenig auf. Aber bei deinen Lithium-Eisen-Akkus müssten da schon 3-4 Ampere durchgehen, schätze ich mal. Kannst ja mal ein Feedback geben, wenn du da mal mit einer Stromzange mal richtig misst. Ja, Ampermeter waren leider aus gewesen. Deshalb hier dieses Schätzeisen drin. Ja, also tu die Spannung immer mal ein bisschen nachkontrollieren mit einem richtigen Multimeter. So Pi mal Daumen passt schon halbwegs, aber naja, weißt schon. Erst gegen Ende werden die Dinger richtig genau. Ne? Also wenn du hier ziemlich weit vorn bist, ich kann ja mal ausschalten. Ja, wunder dich nicht, ne? Der zeigt hier schon die ganze Zeit 1 Volt an, auch wenn da gar nichts dran hängt. Aber naja, ich denke, das ist vernachlässigbar. Du bekommst dann noch ein einstellbares 12 Volt Netzteil mit, ne? Wo du verschiedene Spannungen einstellen kannst, dass du deine 3-Volt-Zellen auch einzeln alle auf ein Niveau bringen kannst, wenn du dann mal alle in Reihe schalten willst. Das wäre wichtig, meiner Meinung nach. Und dann kannst du die, wie wir es am Telefon besprochen haben, alle in Reihe nehmen, 4 Stück in Reihe. Und dann, ja, entweder Mitteleinstellung oder volle Pulle, je nachdem, wie du es magst. Okay, dann, ich denke, du bist im Bilde. Ach so, hier oben das ist die Hauptsicherung, 10 Ampere. Ne, falls du mal hier Plus und Minus verkehrt rum anschließt, dann kommt die Sicherung, ne, so normale Autosicherung. Und am Solar-Input oder extra Netzteil-Input sozusagen nur 7,5 Ampere. Mit maximal 7,5 Ampere reingehen. Gut, alle Klarheiten beseitigt. Viel Spaß damit. Bis bald.